Hallo Leute, und es geht weiter in Remember Me mit der Skylla Cartier Worlds und ihrer Erinnerung, die wir jetzt remixen werden. Drei Jahre zuvor. Der Unfall. Zinna, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Marmere Ferrik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memobiotherapie zu lesen? Ich war einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Mami, schau! Hör auf damit, Nelly! Beruhige dich sofort! Du kriegst dein Geschenk zu Hause! Nelin, sitz still und sei ruhig. Mami, schau! Nelin, setz dich wieder hin. Nelin, hinsetzen, sofort! Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Lassen Sie Skylla den Unfall verursachen. Oha, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was heißt das jetzt? Ist Nillin die Tochter? Die heißt ja auch Nillin. Ist das unsere Nillin? Welche Nillin sonst? Also, ist sie die Tochter von der Skylla? Aber warum will sie dann trotzdem das gerade verändern? Wie ging das nochmal mit dem Schnellerspulen? Genau. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. So. Ich spule langsam. Jetzt stellt sie den Becher schon mal dahin. Und dann haben wir hier noch die Handtasche, die geöffnet werden kann. Liebling, ist alles in Ordnung? Oh Mann, ich bin gerade voll geflasht. Das ist heftig. Und wir schalten den LCD-Bildschirm ein. Ja, war schlimm. So, dass sie eigentlich fernsieht nur. Ja, Jax, du bist der Beste. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. War da jetzt noch irgendwas? Nee. Darf ich ihn haben? Okay. Das werden wir schon noch hinkriegen.
Oh, heftig. Wenn sie jetzt wirklich die Tochter ist, dann verändert sie ja gerade die Erinnerung ihrer eigenen Mutter. Und dass sie eigentlich den Unfall gemacht hat, naja, hat sie ja gar nicht. Nillen war einfach nur ein kleines Kind, die halt ablenken wollte, weil es jetzt so öde war im Auto, weil sie das halt gar nicht verstehen konnte, diese Gefahr. Warum? Was ist das? Verdammt! Passiert da auch was? Kann man da noch was machen? Nee, jetzt muss ich zurückspulen. Reicht das denn schon aus? Alles, was ich jetzt so gemacht habe, oder muss ich noch mehr machen? Nee, es reicht noch nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Wie immer. Ist dein Geschenk zu Hause? Ach so, nee. Sie regt sich ja immer noch über sie auf. Das heißt, ich muss noch weiter zurück, damit vorher hier irgendwas... Aber dass ich den Fernseher schon mal angemacht habe, also den LCD-Fernseher, Bildschirm, das war ja schon mal gut. Ich habe aber das Gefühl, dass mit dem Gurt vielleicht noch mal was gemacht werden müsste. Sie hat ja den Gurt auch angemacht gehabt. Den lasse ich aber mal. Ach, jetzt habe ich ihn wieder ausgemacht. Nö, den wollte ich eigentlich anhaben. Den aktiviere ich mal. Schlimm. Moment, ich will auch den Bildschirm haben. Ich will Bildschirm und den. Verkehr war schlimm. Ist das richtig so? Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war gar nicht lustig. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorie-Therapie zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern machen. Das ist auch noch was? Stell dir die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Reicht das jetzt aus, damit sie das macht? Warte, da war was. Da. Die Frontscheibe, die möchte ich nochmal zerschlagen haben. Was ist das? Oh, Scheiße. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Mami? Mami? Nillen? Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling. Schuld. Ich war unvorsichtig und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz, es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Terrorist wurde auf Ihrer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen.
Mami, ich... Geh, lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Auf nie vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Alphonse de Lamartine. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Episode 6. Verrotteter Kern. Keller der Bastille, 22.18 Uhr. Ja, und da sind wir auch schon wieder im nächsten Level. Wir haben erfahren, dass sie die Tochter ist. Nillen. Nillen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Tja, mal gucken, ob das so stimmt. Sorry, Nillen, das wollte ich nicht. Da können wir durch, werde ich sofort tun. Es sei denn, ich habe hier noch wieder irgendwas vergessen. Aber anscheinend nicht. War hier rechts noch irgendwas? War hier unten noch irgendwas? Ich weiß, ich laufe da doof zurück, aber wir sind im neuen Level. Ich kann gar nichts übersehen haben. Das war nur ein Warnschild, ne? Ja, Gefahr. Gut. Tollste Option, aber na gut. Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Sanfte Säuseln! Nicht schon wieder, ich hasse es. Ja. Mutter Branch! Nimm meine Augen! Krieg ich hier auch nochmal irgendwann Licht?
Oder kommt der Fahrstuhl noch mal? Da ist er doch. Gib mir dein Gesicht! Danke! Hinsetzen! Danke. Und tschüss. Wenn du denkst, dass ich mich von dir jetzt hier anpissen lasse, wo ich doch so weit schon gekommen bin, dann täuschst du dich aber. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket, ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Okay. Wenn ich nicht heilen kann, dann mache ich das hier nochmal eben. Brauche ich aber nicht. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich hoffe, dass wir bald den Bad Request retten können. Denn der tut mir auch verdammt leid. Und ja, das Spiel wird immer spannender. Ich find's bisher super. Es macht mir total viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, tschüssi.